Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Yoshinator. Victor, kommst du mit angeln? Nein, ich muss arbeiten für Ich gehe angeln. Was ist das? Die gehen immer angeln und ich muss hier einfach... Boah, Betriebsgeheimnis, das darf leider nicht gezeigt werden. Aber mit einem schönen Glas Wein sitzt er auf der Veranda. Mit Meerblick. Maxi schon am Riggen. Komm Maxi, verrat ihn, was machen wir heute? Wir gehen heute an einen Stausee angeln auf... Bass. Oh yeah. Aber nicht nur einfach so, oder? Nicht nur einfach so? Wieso? Naja, hast du nicht gesagt, heute hast du den hässlichsten Köder der Welt mit dabei? Psst, das sollst du doch nicht verraten. Das wollte ich jetzt am Wasser machen, Mann. Du bist ein alter Spoiler. So, Max, wir müssen nur noch rausfinden, wer mit dem Köder angeln muss. Also ich würde sagen, wir entscheiden es folgendermaßen. Wer zuerst einen Fisch fängt, muss den hässlichen Köder fischen danach. Okay. Aber wer damit was fängt, der kriegt einen Sonderpreis. Der bezahlt das Abendessen von dem anderen heute Abend, aber nicht übertreiben. Ganz normales Essen. Ganz normal Fischplatte für zwei Personen oder so. Was? Wer damit was fängt, bezahlt, der andere bezahlt. Wer nichts fängt. Ja. Der kriegt das Essen ausgegeben. Der was fängt. Mit dem Artikel. Wir überlegen uns was und melden uns, wenn wir eine Lösung gefunden haben. Bis dann, ciao. Leute, wir sind endlich angekommen. Das nice aus. Angeln verboten, Dicker. Geil. Vivo Pesca. Scheiße, Dicker. Maxi meinte gerade, ey, das Wasser ist richtig klar, richtig flach, aber das sind einfach Goldfischschwärme. Hier sind einfach überall Goldfischschwärme drin. Ich habe euch jetzt mal die Polbrille aufgesetzt, damit ihr das ein bisschen besser seht. Ich habe beim Vorbeifahren einfach echt gedacht, da sieht man überall den Grund, da sind irgendwelche komischen bunten Steine und dann habe ich auch gesehen, dass die Steine so ihre Form verändert haben. Krass. Mitten in den Bergen auf den Kanarischen Inseln gibt es Goldfischschwärme. Vielleicht ist hier auch eine Keuzucht. Was für Babaschwärme. Das sind richtig große Dinge, Alter. Die hier durchziehen, die Baitballs. So, Auto geparkt. Rolle gerickt. Jetzt müssen wir hier noch irgendwie unverletzt runterkommen. Und dann können wir die ersten Würfe machen. Und Maxi, was sagst du? Ist tief? Ist ziemlich tief. Ich habe schon ein paar Würfe gemacht an vielversprechende Kanten, aber ja. Also man sieht halt nicht die Hauptkante. Okay, was ja nicht unbedingt heißt, dass hier keine sind. Schlimmer als an dieser Küste. Kann es nicht werden. Das war echt mega schwer, da zu angeln. Da will man angeln gehen und trifft auf dieses Schild. Hassen wir, mögen wir überhaupt nicht. Man kann da nicht mal spazieren gehen und dann sagen, irgendwie sind die Routen nur zur Deko bei, weil Betreten des Sees ist auch nur für Personal. Nächster See ist gleich um die Ecke, fahren wir da hin, probieren wir. Da nochmal unser Glück. Also man muss sagen, die machen es uns echt nicht einfach, ey. Jetzt sind wir am nächsten See nochmal eine halbe Stunde gefahren. An den ersten drei durften wir nicht und sind auch kaum rangekommen. Und hier ist ja unmöglich, ans Wasser zu kommen. Keine Chance. Wie soll man denn hier bitte vernünftig angeln? Wie soll ich denn hier vernünftig arbeiten, Leute? Leute, kann man nicht arbeiten. Gar nichts. Zusammenpacken, Ende. Maxi und ich haben uns jetzt hier an die Staumauer getraut. Staumauern sind ja bekanntlicherweise immer öffentliche Flächen zum Betreten. Hier dürfen wir mit Sicherheit auch lang. Gucken, ob wir da irgendwie runterkommen und hoffentlich noch ein bisschen angeln können. Maxi hat einen, aber im Cover. Eine Forelle? Ein Döbel, Digga. Wirklich? Was ist denn das? Ein Döbel. Ja, was ein Kack. Ich denke, ich habe einen schönen Bass. Schön Döbi, ey. Ein Döbel. Geil. Ist die Fliegenrute bei? Hier mitten an der Staumauer ein Döbel auf dem 4-Inch-Gummi. Petri, Max. Verrückte Viecher. Danke. Bevor wir irgendwas vergessen, Maxi, kannst du dich daran erinnern, was wir vorhin mit Victor bequatscht haben? Nee. Du hast jetzt die Chance, mit dem Ugly Lure einen Fisch zu fangen. Digga, der ist krass, Alter. Der hat richtig viel gekostet, Mann. Na dann, du hast jetzt die Chance, dir einen
ein Abendessen zu erangeln. Hässliche Mistvieh. Petri wünsche ich. Ist der hässlich. Aber du kannst ihn ein bisschen mit Wasser füllen und schön Wheatless hier was Kraut. Digga, das muss, das wird knallen. Glaub mir. Durchs Cover meine ich. Du hast echt die Chance, dir jetzt ein Abendessen zu erangeln. Ja, das wird zwar schön, aber ich will eigentlich nicht mit dem Ding angeln. Ach. Maxi, ich werde dir in der Zwischenzeit mit einem anderen Köder angeln und du wirst ja sehen, ob was beißt oder nicht. Aber Max, eine Frage noch. Wieso angelst du mit so einem hässlichen Köder? Bei Yoshinator liegen Trauer und Freude sehr nah beieinander. Gerade noch mit dem Köder den ersten Fisch gefangen und komm, mach doch mal eine kleine Köderpräsentation hier bitte. So schlimm ist es doch nicht. Ja. Da würde jeder. Vielleicht sogar Walk the Dog, warte mal. Da würde jeder Mr. Esox weich werden. Oh, das ist ein Splashbait, ein Softbait, ein Weedlessbait, das ist alles in einem. Du musst so richtig schön live von unten einer hochkommen. Bam. Das wäre ganz schön nice. Mhm. Aber du hast jetzt eine halbe Stunde damit geangelt, dass ich einen Biss bekomme. Ey, das ist so typisch. Erster Wurf am Spot. Allerwurf im Fisch. Und ich habe jetzt auch noch eine halbe Stunde geangelt und gar nichts. Aber, weißt du was, immerhin so ein bisschen entschädigt, das Panorama, was man hier hat, das ist echt krass. Man kommt sich vor wie in Mexiko. Ah, ja, guck mal, ja. Baitfisch. Ja, ich wollte auch schon ein paar Mal. Also wenn da Bass sind, dann beißen sie jetzt. Guck mal, links davon auch. Also was machen wir? Dreiviertelstunde oder 40 Minuten jetzt hier. Ein Fisch, ein paar kleine Anfasser, ein paar Goldfische vor den Füßen gesehen. Mager. Mager, mager, mager. Ja, ich weiß auch nicht, Alter. Komm, wir fahren noch mal ein Stück weiter einfach irgendwie. Wir machen jetzt einfach eine Inselrundfahrt. Auch ja, schön. Kleine Stadtrundfahrt hier. Ich meine, wie viele Leute haben wir heute schon gesehen? 7 bis 8. Aber die sind alle nur hier rumgefahren, um sich die Natur anzugucken. Ich habe mir mal von einem Bass-Profi sagen lassen, als ich in Amerika war, bevor man am Spot ist, dass man auf jeden Fall nochmal einen Wurf ein bisschen abseits von dem Spot machen soll, weil die Bass ganz oft direkt am Ufer stehen und so natürlich verscheucht werden. Deswegen, ja. Abbruch, Abbruch, Abbruch. Wir sind back in der Zivilisation. Wir werden gleich unseren Kumpels da noch ein bisschen helfen, die Wand abzuspachteln. Und werden morgen einfach weiter angeln, weil wir heute auch ein bisschen später als geplant losgekommen sind. Weil wir noch was ganz anderes Wichtiges unternommen haben. Also sehen wir uns morgen. Bis dann. Peace. Hey, wir sind's wieder. Tag 2. Mission Schwarzbarsch auf Gran Canaria. Wir haben heute Begleitung von einem Menschen, der gerade im Busch steht und nach seinem Versteck sucht. Na, könnt ihr schon erraten, wer uns begleitet? Es ist der einzig wahre, der größte Angel-YouTuber Europas. Ladies and Gentlemen, please stand up for Victoria! Kannst du meinen Zuschauern bitte mal Hallo sagen? Das ist unfreundlich. Hallo. Und du bist heute unser Guide, ja? Ja. Also deinem T-Shirt nachzuurteilen. Richtig. Hast du ja schon mehrere tausende Schwarzbarsche. Hier, 1994 Schwarzbarsche gefangen. Ich würde dir die Hand geben, aber du warst gerade. Das ist sauer. Wie Gold. Golden Shower. So, Maxi. Also ich brauche die Tasche und die beiden Routen. Wir sehen uns dann unten am Wasser. Tschüssiko! Boah, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie happy ich bin, dass wir endlich mal eine Stelle gefunden haben, wo wir wirklich ein bisschen angeln können, gut ans Wasser rankommen, hier nicht 1000 Millionen Schilder sind. Also eigentlich fehlt jetzt nur noch der Fisch. Und denkt dran, wer den ersten Fisch fängt, muss diesen hässlichen Köder nehmen. Bin echt gespannt. Da ist doch der Baitfisch, Alter, in der Mitte. Oh ja, stimmt. Die ganze Zeit meinte, siehst du es? Eine Riesenwolke, ja. Alter, Digga, ist die schwarz. So, nächster See, nächster Versuch. Wir haben jetzt mittlerweile, glaube ich, 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder wahrscheinlich sind schon 10 Seen abgeklappert. Entweder man kommt nicht ran, was in meisten Fällen zutrifft, oder es sind keine Fische drin. Oder beides. Jetzt, oder beides. Jetzt sind wir auf jeden Fall in dem See, der uns im Angelladen empfohlen wurde. Maxi und ich überlegen auch wirklich, ob das so
der richtig gute Tipp war, weil wir haben uns mal kurz in seine Lage reinversetzt. Und wenn zu uns Touristen in den Laden kommen und fragen, wo können wir denn hier angeln, dann verraten wir natürlich auch nicht unsere besten Gewässer. Also es wird wahrscheinlich noch deutlich bessere Gewässer geben. Wir haben auch noch einen anderen Tipp bekommen. Ja, das ist einfach mit einer Stunde und 40 Minuten Fahrt verbunden. Bis hin und zurück sind ja locker 3 Stunden. Locker. 3,5 Stunden. Jetzt probieren wir es hier kurz ein bisschen von hier oben. Und dann haben wir noch einen See, der ist nochmal 10 Minuten von hier entfernt. Und wenn da nichts geht, keine Ahnung, ich glaube, dann fahren wir ins Meer. An dem Spot, wo wir angefangen haben, wo dieser coole Pool war. Das seht ihr in einem anderen Video. Verlinke ich euch mal unten. Weil was wir da gemacht haben, ist echt krass. Das war eine richtig geile Aktion. Und ein paar Fische haben wir auch gefangen. Und da wollen wir es dann als Joker in der Hinterhand behalten, dass wir da nochmal hingehen, wenn hier nichts geht. Da seht ihr übrigens Max. Körper, gib dir einen Fünfer. Yes. Scheiße. Kannst du wechseln? Ich habe nur einen Zehner. Also wir haben gerade voll getankt für 45 Piepen. Alter, okay. Hier steigt der Preis einfach langsamer als die Literzahl. Mega nice. Jetzt wird geheizt. Hast du schon gesagt, was wir machen? Was wir uns überlegt wir haben. Wir sind immer noch in der gleichen Folge wie schon die letzten Tage. Wir sind auf der Suche nach dem Schwarzbarsch. Wir haben ewig lange jetzt 1000 Gewässer probiert, die uns gut erschienen, aber nicht waren. Und jetzt fahren wir einfach doch diese 1 Stunde 40 ans andere Ende der Insel, durch die innere Insel. Nur damit ihr in diesem Video noch einen Schwarzbarsch seht. Nur für euch, wir selber wollen gar keinen fangen eigentlich. Nee, es geht uns nur darum, dass ihr entertained werdet von uns. Dass es wirklich zu einem Yoshinata-Video wird. Deswegen haben wir uns auch gerade noch mal einen Kameramann eingeladen. Auf geht's hier! Also die Straßen hier sind überkrass, das schlängelt sich so hoch. Ich meine, Max, film mal kurz nach unten bitte, damit man sieht, wie steil das hier runter geht. Oder film mal nach links, dass man sieht, wie krass das hier hoch geht. Es ist unglaublich. Ja, dieses ganze Kurvengefahren kann natürlich auf den Magen schlagen. Also ich sag mal so, wir sind zu dritt, einem von uns geht's nicht so gut. Kann man jetzt rate mal wer. Kann man jetzt raten, ja. Wer das ist. Wer es errät, ist der Beste. So, Alter, jetzt kann mal der erste Fisch hier kommen, langsam, wirklich. Ja, wow, da ist er. Geil. Guter. Yes, baby. Boom, Schakalaka. Da ist er. Geiler Fisch. Makellos. Und guckt euch dieses große Maul an. Makellos. Alter, da passt was rein, wa? Da passt was rein. Und auf den Köder habe ich auch meinen PB-Barsch gefangen. Crankbait. Kennst du das, wenn die so springen, wenn die loslässt? Weil die ist so flach. Macht er? Nö, der schwimmt einfach weg. Leute. Jetzt kann ich ruhigen Gewissens dieses Video veröffentlichen, weil ich weiß, ihr habt das Ziel dieser Folge auf jeden Fall gesehen, und zwar ein Bass. Hat auch nicht lange gedauert, nachdem wir dann am richtigen Gewässer waren. Ja, halbe Stunde jetzt. Oh, guck mal, da ist gerade was gesprungen. Fangen wir auch mal ein, Digga. Du fängst hier gleich einer. Geht. Yes, der zweite. Geil. Sogar der hat schon echt großes Maul für seine Größe. Geil. Mach's auch rein. Geil, Digi. Jetzt läuft's. Ein guter? Jo. Nice. Geil. Geil, Maxi. Für mich auch. Erster Gang Kanaria-Bass. Sauber. Uts. Nice, Maxi. Schönes Ding, ey. Geil. Ja. Hat sich doch noch gelohnt, die weite Fahrt hierher. Ich glaube, jetzt wissen wir, glaube ich, wie wir angeln müssen. Kann es sein? Ja. Jo. Dritter. Geil, Mann. Ist gut. Jo. Nice, Mann. Geil, Leute. Nummer 3. Der Durchschnitt ist auch echt okay.
Der erste war sehr gut und die beiden von der hier von Maxi und der von Maxi und der hier ticken kleiner, aber trotzdem geile Fische, mega. Ah, herrlich. So soll's da such. Und jetzt haben wir schon 4 Bass gefangen. Alle auf Hardbait hier. Richtig geiles Cover. Das ist ja überall so 2 Meter tief ungefähr. Und da kann man den Crankbait schön rüberführen und die Bass, die verstecken sich natürlich da drin. Hier geht safe noch was. Hallo Ente. Du hast ja gar keine Angst. Hast dicke Eier, wa? Die gucken gerade ganz schön viele Leute zu. Wenn du jetzt wegfliegst, dann bist du auf jeden Fall ein Angsthase. Killer. Mach's gut, Digga, wir sehen uns. Ah, Digga, da war er. Wirklich? Scheiße, Digga. Was denn? Der hat einfach meinen Schwanz Wie, Digga, der hat einfach den Schwanz von dem sexy Impact geklaut. Verbrecher. Boah. Ey, dieser Weg ist echt nicht schienbeinfreundlich. Könnten sie ruhig mal pflastern hier, wa? Ist das nicht Viktor von Ich geh angeln? Mit einer Angel in der Hand? Boah, fuck. Yoshi. Ja, was denn? Hat's einen Biss? Was ich gerade eigentlich sagen wollte ist, über Stock und über Stein, Maxi muss heute artig sein. Viktor, ja? Weißt du von was das ist? Von irgendeinem Kinderlied. Über Stock und über Stein? Hänschen klein? Hänschen klein? Reimt sich auf jeden Fall auf Stock und Stein. Schreibt's mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Wenn ihr irgendwas aus eurer Kindheit mitgenommen habt und wisst, wo es herkommt. Oder ihr vielleicht Erzieher seid oder Lehrer. Viktor, schönes Ding. Guck mal, der freut sich so doll, dich zu sehen, dass er gleich sein Popoloch ausstreckt. Das ist nicht sein Popoloch, doch. Das ist ein Pullermann. Sauber. Jetzt bist du wieder am Drehen? Ja. Ja. Also was, die Wege müssen hier noch ein bisschen mehr ausbauen, du. Das haben die noch nicht so richtig hinbekommen, wa? Habe ich auch schon gesagt. Da vorne hätte es gepflastert sein können. Die Beine bluten. Das tut man nicht alles, um euch zu bespaßen. Ja, also uns macht das überhaupt keinen Spaß. Gar nicht, schrecklich. Ganz aber furchtbar. Arbeit ist Arbeit, dann müssen wir durch. Richtig. Ich gebe ihm 2 Würfe, dann hat er einen Abriss. Was? Ist es soweit? Es ist soweit. Da sich Viktor und Maxi beide vordrücken, muss ich den Ugly Lure jetzt nehmen. Zeig mal, erklär ihn mal kurz, wie er aus. Was ist das? Eine Kackwurst oder was? Also, es ist eine abgeschnittene Kackwurst mit 2 Froschschenkeln und einem Federstahl-Drilling mit einem Bleipunkt am Bauch. Ich zeig dir mal, wie der aussieht. Du hast ihn ja noch gar nicht gesehen. Nee. Die Leute haben es ja schon gesehen, weil Maxi hat einen Döbel gefangen und musste dann damit angeln. Ah, okay. Na ja, komm. Nee. Oh, da ist immer noch eine Oberfläche. Also, ganz kurz. Was war eigentlich deine Chance gewesen? Der war bereit, der war dicht am Ufer, der hat oben was gemacht, also... Ich vertag die Challenge mit dem Köder auf eine Frühlingsaktion auf Hecht. Und da zieh ich dann mal den ganzen Tag durch und zieh die mal über ein Seerosenfett oder so, da fange ich bestimmt was mit. Ich mache mir jetzt nochmal einen richtigen Köder ran, weil ich will echt vor dieser Kulisse hier im Sonnenuntergang möchte ich einfach nochmal einen schönen Schwarzbarsch fangen. Maxi hat ganz schön Land gut gemacht, während ich jetzt mit dem Ding hier geangelt habe. Der steht jetzt schon bei 5, ich habe 4 und der Viktor hat auch schon 2. Zweistellig. Ist okay für eine Stunde Fahrt, oder? Ja, sagt er. Also, mach's gut, du verschwindest in der Box bis zum nächsten Frühling. Bei dem Wurf muss einer gehen. Ja. Jo. Alter, ich habe gerade gesagt, bei dem Wurf muss einer kommen. Oh, Alter, ich hoffe, den kriege ich raus. Yes! Voll durchs Cover gehauen. Geil, Mann. Ey, ich bin so traurig, dass es die Fische nicht bei uns gibt, ey. So geile Raubfische. Mega, ich liebe Schwarzbarsch, ich liebe sie. Und deswegen darf ich auch zurück. Nee, der Prototyp der Pitchcast funktioniert auch super auf Bass. Crankbait angeln, perfekt. War richtig geil. Der hat da vorne an diesem Krauthahn gestanden und der ist nur aufgekommen und der paff, hat er sich von der Oberfläche schön weggesnackt. Geil. Richtig nice. So soll das sein. Oh, gleich abgehakt. Können wir ihn gleich zurücksetzen.
Deine Route ist weg. Du hast sie doch in der Hand. Zwei Routen mitgenommen, jetzt habe ich nur noch eine. Die Swift fehlt. Oh, da hat's geraubt, Alter. Na, frag doch Carsten, ob er dir eine neue schicken kann. Was ist da für eine Rolle dran? Kaldia. Okay. Also eine zarte 400-Euro-Kombo, sagst du? Ja. Und die hast du jetzt irgendwo stehen lassen? Ja. Auf den 2 Kilometern, die wir jetzt hier durch die Steppe gewandert sind. Aber ich glaube, ich weiß noch, wo ich sie ungefähr stehen gelassen habe. Okay. Victor, hast du meine Route? Ja. Oh, stabil. Boah, Victor. Ey, wenn man sowas findet, dann musst du eigentlich sagen, was für eine Route? Die gehört mir jetzt. Die gehört dir? Okay. Jetzt habe ich noch eingefangen. Ein bisschen kleinere, aber trotzdem echt wunderschöne Fische. Genau. Und außerdem muss der Fisch ja auch zum Angler passen. Dann müsste er so sein. Das kriege ich jetzt gerade nicht rauf. Oder meinst du von der Optik? Er hat sich auf jeden Fall gleich angezogen wie ich. Unten Bauch, unten weiß. Hm. Und oben khaki-grün. Ja, aber Der Bierbauch fehlt. Nee, pass mal auf. Da ist er. Hat nochmal gewunken. Na, hast du es dir gemütlich gemacht? Hast du es dir gemütlich gemacht? Ja. Ja? Das sieht äußerst gemütlich aus, was du da machst. Hey, Alter, ich bin meine Beine zerstört, alles zerstört, ja. Gut zerstört. Ich bin auch ganz schön fertig vom Tag. Das war's mit der heutigen Folge von Yoshinator. Vielen, vielen Dank, dass ihr mal wieder dabei seid. Finde ich übrigens mega, dass ich in so kurzer Zeit jetzt schon so viele Abonnenten habe. Bin ich echt schon ein bisschen stolz drauf oder bin stolz auf euch. Was ich auf jeden Fall noch sagen möchte, heute habe ich mal die neue Pitchcast ausprobiert. Ist noch ein Prototyp. Ein paar Sachen können wir da noch verbessern, die sind mir noch aufgefallen. Muss ich mit dem Cast noch mal ein bisschen absprechen. Aber wir haben natürlich auch mit unseren anderen Routen geangelt. Wie zum Beispiel der Swift, die hat sich auch super dafür gemacht. Könnte vielleicht ein bisschen mehr Bums haben hier fürs Bassangeln, aber es ist ja eigentlich für unsere heimischen Barsche gedacht. Und die sind ja normalerweise nicht so groß oder werden nicht in so krassem Cover geangelt. Deswegen eine geile Route. Wenn ihr die auch haben wollt, müsst ihr auf zackfishing.com in den Onlineshop gehen. Und wenn ihr da am Ende meinen Bonuscode eingebt, der lautet Yoshi, wie mein Name, oder wie Yoshinator ohne Nator, dann bekommt ihr ein cooles, kleines Geschenk noch gratis zur Bestellung dazu, wie zum Beispiel Mütze, Käppi. Da müsst ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Bis dahin, liken, abonnieren, teilen und auf Instagram folgen. Bing! Müsst ihr es jetzt eigentlich bei euch gemacht haben. Bis bald. Ciao, ciao. Max, wink mal und sag tschüss. Tschüss, ciao. Wurde gerade gepiept. Ihr müsst nicht wissen, was er gesagt hat. Also bis bald. Ciao.